Ansonsten speichere ich gleich mal ab und lade euch neu ein. Ja, Steam läuft wieder, aber ich habe immer noch die Meldung drauf, dass ja, jetzt wird weg. Jetzt passt alles. Wird jetzt beide weg, ne? Also ich bin jetzt da, genau. Was für ein Zer sind, das weiß ich gerade nicht. Ich muss da einfach mal neu joinen. Aber ich sehe immer noch, dass er da wäre. Der ist nicht disconnected. Muss halt da was auf Twitch schreiben, ob er noch drin ist. Oder was bei ihm los ist. So, Prom Night Dumpster Baby. Ja, da ist er. Gehen wir aber mal geradeaus weiter durch die Höhle. Kann aber auch eine Unterwasserhöhle. Naja, nee, Unterwasserhöhle macht eigentlich keinen Sinn. Ich wollte schon sagen, das wären wir dann vielleicht rausgekommen. Ist aber auch möglich. Warte, Andi. Höhle ist sichtbar. Macht alles. Wollen wir mal gucken. Zwei Dosen. Ich mach mal eine Dose auf zum Essen. Mich. Weil ich habe in der Höhle gibt's nichts. Da war schon. Ich glaube, in der Höhle war ich privat drin. Da ist nichts drin. Außer ein bisschen Food. Das kann man ja immer nachschauen. Jupp. Ist aber so. Ist nichts. Habe ich auf einmal so laute Fußschritte. So, dann wollen wir mal gucken, wo wir als nächstes hinwollen. Schon hier hoch. Wir könnten noch vorher schlafen, theoretisch. Ich habe eben einen Unterschlupf gebaut, um zu speichern. Aber ja, können wir machen. Oh, können wir kurz zurückgehen, aber... Nee, komm, wir haben so viele Planen.
Ich habe keinen Stock mehr. Hier. Hier liegt einer. Oder hast du den Gatschen aufgehoben? Hä? Lag nicht am Stock, es lag daran, dass ich hier eine Ecke nicht hochbauen kann. Soll ich's machen? Oh. Ja, passt schon. Der braucht so lange dafür. Speichern und schlafen. Was denn lässt fragen, wie lange wir noch machen? Was? Ich habe den Chat nicht gelesen. Wie lange wollt ihr noch denn noch machen? Keine Ahnung, wenn der Justin mal schlafen würde. Warum sind sie... Ah, jetzt. Ich will jetzt langsam higher machen, Justin. Dann speichere ich nämlich einfach ab und dann ist gut. Dann mache ich gleich nochmal einen Aufnahmestream. From Night Comes the Baby. Ah, ich glaube, nächste Runde können wir auch noch erkunden. Könnten. Wie ihr wollt. Wie ihr wollt. Ich ja gleich in der Nähe eigentlich. Hat heute einen anstrengenden Tag. Ja, machen wir die nächste Höhle noch und dann... ist das eigentlich auch fertig. Wenn es okay ist. Ich meine, wir können auch jetzt aufhören. Mir ist das egal. Keine Ahnung, wie man den Chat aufmacht. Mit Enter. Ah, okay. Müssen wir hier runter vielleicht? Ja, ich bin runter, ja. Aber wenn du das, kennst du den Bug, wo man das Baum nie aufmacht, dann bekommst du keinen Fallschaden. Womit man was? Das Baum nie aufmacht. Nein. Ich weiß nur, dass man, wenn man sich an dem Weg entlang glitscht, dass man da nicht kein Damage bekommt. Oder mir rutschen ja einfach mit dem Arsch die Treppe runter. Da wird man richtig schnell. Die ganze Vegetation sehe ich nicht, wo ich langlaufe. Ich bin in der Höhle. Guck mal auf den Justin. Der muss eigentlich auch gleich da sein. Lass uns einfach reingehen, Justin. Vergessen wir die ganzen einfach. Ja! Ups. Was war das denn? Die Schachen zum Aufheben. Ich würde zwar nichts sagen, aber... Links, also links ist halt auch noch was. Das hat auch nur... Auch nichts los, ja. Warum sitzt der hier? Oder ist das die Oma? Hm. Lass uns einfach hier speichern. Geht das?
anscheinend. Kann ich da irgendeine Ecke hochheben? Krieg's leider nicht hin. Kann nur die Plane hier hinlegen. Scheiße. Hast du die Plane schon gelegt? Ja. Ja. Aber der sagt nicht, dass er die. Schade. Nee, da müssen wir es draußen machen. Oder kann einer von euch da irgendwas hochholen? Ich geh raus. So viele Plane habe ich nicht mehr. Also ich habe noch einige Plane. Noch 1, 2, 3, 4, 5 Plane habe ich noch. Ich habe jetzt hier eine aufgebaut und kann speichern. Ja. Ja. Ja, abgespeichert. Kann es sein, dass die Rüstung ein bisschen dumm ist? Die Mutantenrüstung? Ich hab so das Gefühl. Ich hab das Gefühl, die verwandelt den einen Fuß irgendwie in ganz komisch. Ah ne, das ist einfach nur. Da bin ich auf den Schuh drauf. Okay. Gut. Gespeichert ist, würde ich sagen. Na, machen wir noch einmal. Besser ist das. Du bist ganz in Pink. Ja, ich habe irgendein Kleid angezogen und ich weiß nicht, was es war. Du hast ja ganz schlechte, ganz viele verschiedene Anzüge. Ich weiß. Wir haben Schlafanzug, habe ich an. Papierzielscheibe. What the fuck? Warum kann ich eine Papierzielscheibe ausrüsten? Jetzt müsste ich was anderes anhaben. Ja. Okay. Ja. Das gleiche hier was da. Dann würde ich sagen, ist gespeichert. Propestus ist genug. Schaffst du den Speicher am besten du auch nochmal. Ja, besser ist das. Ihr werdet jetzt alle rausfliegen, weil ich beende. Ne, wir sind noch. Jetzt sind wir raus. Ja, Sons of the Forest. Nächstes geplantes Update: 5 Tage, 17 Stunden. Das ist doch super. Gut. Für die Zuschauer, die wegen Forest eingeschaltet haben, tut mir jetzt leid. Justin geht ins Bett und dann reicht's. Und ich muss ganz ehrlich sagen. Alleine spiele ich das Spiel ungern, weil es mir einfach zu verbuggt ist. So stark auf aufbauen bin ich jetzt auch nicht aus. Gibt aber noch zwei, also ich bin auf jeden Fall noch wach. Und wenn ihr wollt, könnt ihr weiterhin zugucken. Ich weiß nicht, ob der Justin gleich ins Bett will oder nicht. Ich werde meinen Schlafrhythmus jetzt wieder ficken. Ich will zwar jetzt nicht der Typ sein, aber ich kann die Leute verstehen. Oder meine Mama, wenn die möchte, dass ich für die Gläser einen Untersetzer nehme. Aber auf meinem weißen Schreibtisch, immer wenn ich jetzt Cola-Glas trinke oder so und keinen Untersetzer benutze, also ich habe ja sowieso keine mehr, ich hatte mir immer welche aus Teppichresten gemacht.
merkt man immer, dass die Cola spritzt. So, wollen wir mal gucken, wer eigentlich alles zuguckt. Und ich hoffe, das nächste Spiel wird euch nicht abschrecken. Also entweder spielen wir Ghost of Tsushima weiter, machen dann einen Aufnahmestream draus. Oder aber ich mache das Gleiche und spiele aber Hogwarts Legacy. Darauf habe ich nämlich aktuell auch gerade richtig Lust. Und ja, mir gefällt das Spiel einfach. Punkt aus, fertig. Die Frage ist nur, Hogwarts Legacy nehme ich eigentlich ohne Facecam auf. Da geht der Justin sofort weg. Was? Hogwarts Legacy? Tschüss. Mach's gut, Justin. Hau rein. Ja, ciao. Jo, für die Leute, die zugucken. Warum habe ich da so viele Benutzer drin? Frage ist, auf was habt ihr Lust? Mir ist es egal. Dir ist es egal. Das ist super. Wie geht's, wie steht's bei dir, Blubbidi-Blub? Irgendwelche Wünsche oder ist es dir auch komplett egal? Drum Night Dumpster Baby. Weil ich verstehe doch nicht, wieso halt so viele was gegen Hogwarts Legacy hier sagen. Weil da kann man jetzt gegen viele Spielfirmen irgendwas sagen, die mir irgendwie immer irgendwo Dreck am Stecken. Na, das Problem. Also folgendermaßen. Es gibt eine ganz kleine Minderheit, die jetzt unbedingt meint, Transgender hypen zu müssen. J.K. Rowling fand das nicht so toll, hat irgendwas gesagt, was denen nicht gefallen hat. Und jetzt wollen die, weil das meistens hier so Twitch-User sind, die wollen dir dann immer diktieren, was du darfst und was du nicht darfst. Sprich, Nestle macht irgendwas Schlimmes, also muss die Firma boykottiert werden, weil irgendein Starbucks trinkender Hipster, Emo-Typ, Teen, was weiß ich, oder junger Erwachsener, der, was weiß ich, bis Mitte 30 studiert oder wenn überhaupt, und dann irgendwie auf Twitter sich als weltenverbessernder Samariter der Welt sieht und sagt, das, was er macht, muss auch, was er toll findet oder diese toll findet, sind halt diejenigen, ist halt genau das Nonplusultra. Sprich, irgendwelche Idioten, die meinen, sie tun das Richtige. Also nicht Idioten, irgendwelche Menschen, die meinen, sie tun das Richtige und denken aber, sie sind so gut in dem, was sie tun, um dir ihre Meinung aufzudiktieren. Und deswegen machen sie da so einen Stress draus. Bedeutet, du dürftest theoretisch nichts von Lestle benutzen. Du müsstest jetzt komplett Harry Potter, alles, was in irgendeiner Weise, in irgendwo negativ behaftet ist, dürftest theoretisch gar nichts mehr machen, außer deine eigene Kacke fressen. Ja, aber wenn man von sich selber sagt, man mag Nestle nicht und alles, was mit ihnen zu tun hat, wie wir damit zu tun haben, ist jetzt seine eigene Entscheidung. Wenn man nicht, das nicht. Und jetzt ist es halt bei Online-Sachen meistens so, du weißt nicht, wie viele wahre Menschen dahinter stecken. Lass es vielleicht 10, 15 Leute sein. Jeder hat mit 5, 6 Accounts da rumzueiern und pusht sich selbst. Klingt jetzt blöd, aber man kennt's doch. Und dementsprechend. Kennst du Y-Food? Ja, da hat ja Nestle jetzt auch Aktien von gekauft. Jetzt muss das ja auch unbedingt größtenteils boykottiert werden und alle, die da in irgendeiner Weise damit Geld verdienen oder Influencer und so weiter und so fort, müssen sich ja davon so distanzieren. Und deswegen bin ich froh, dass ich mein Streaming, alles was ich mache, einfach nur als Hobby betreibe. Weil da kann es mir trost komplett scheißegal sein, was irgendwer meint, was ich tun muss und gut finden muss und was nicht. Keine Werbeverträge, kein Zwang von außen, nichts. Einfach gar nichts.